Dieser Mann heizt den Salzburgern an kalten Tagen so richtig ein. Anton Leobacher ist Kraftwerksoperator im Heizkraftwerk Mitte. Seit 25 Jahren arbeitet er hier und kennt das Kraftwerk wie kein anderer. Seine heutige Schicht beginnt um 5.30 Uhr. Erst werden die wichtigsten Informationen mit dem Kollegen aus der Nacht ausgetauscht. Da wird zuerst einmal die Dienstübergabe gemacht, da wird erzählt, was so vorgefallen ist in der Nacht oder halt im Dienst, was vorher war. Auf seinen Monitoren in der Warte haben Anton und sein Kollege alles im Überblick. Im herunteren Bereich ist das, was mein Kraftwerk betrifft, und im oberen Bereich ist das Fernwärmenetz drauf, wo ich die ganze Verteilung im Stadt sehe. Und auch der Speicher im Nord ist auch in dem oberen Bereich gebildet, wo ich dann die Schichtung sehe, wie vorher geladen ist der Boiler. Das Fernwärmenetz in Salzburg ist rund 250 Kilometer lang. Circa 22.000 Kunden werden mit ökologisch sinnvoller Fernwärme versorgt. Für Anton ist es Zeit für den Kraftwerksrundgang. Im Herzen des Kraftwerks befindet sich der Gaskessel mit Gasturbine und Abhitzekessel. Hier wird die Wärme in das Fernwärmenetz eingebracht. Ja, wir haben bei uns direkt wird Dampf erzeugt. Ja. Das geht auf 500 Grad, 80 Bar, 500 Grad wird es erhitzt, wird dann über die Dampfturbine abgearbeitet auf 3 Bar oben und dann über Wärmetauscher, die was dann das Warmwasser ins Fernwärmenetz der Stadt Salzburg rausbringen. Vor allem die Reinheit des Wassers spielt im Kraftwerk eine große Rolle. Das Stadtwasser wird in einer Vollentsalzungsanlage aufbereitet, um die Anlage vor Ablagerungen zu schützen. Und um das zu überwachen, haben wir eine stetige Überwachung durch Analysegeräte. Da haben wir eine Analysenwand, wo dann die Leitfähigkeit gemessen wird, pH-Wert gemessen wird. Neben einem 14-tägigen Notstromdieseltest müssen auch die Speisewasserpumpen vom Gaskessel umgeschaltet werden, damit diese gleichmäßig belastet werden. Also ich will dann das Aggregat da, das was ich umschalten will, in dem Fall sind es dann die Speisewasserpumpen. Jetzt läuft momentan die Speisewasserpumpe 1, dann schalten wir dann auf die Speisewasserpumpe 2 um. Das klicke ich dann an, da wird die Pumpe gestartet, die was in Betrieb gesetzt wird, wird dann über den Frequenzumformer langsam hochgefahren, bis einen Gleichlauf haben und dann wird die laufende Pumpe, was vorher gelaufen ist, langsam runtergefahren und abgestellt. Viele scheinbar kleine Handgriffe wie diese sind es, die dafür sorgen, dass es im Winter in Salzburgs Wohnungen schön warm ist.